Parkett zu dem großen Buddha. Der so die einen sagen 130 Meter, die anderen sagen 116 Meter hoch sei. Danach klappern wir auf dem Rückweg noch ein paar Pagoden ab und das Ganze habe ich mit dem Fahrer jetzt ausgemacht für 13.000 Schatt. Also nicht einmal 10 Euro für das, dass wir jetzt ein paar Stunden unterwegs sind. Das ist jetzt die Than Budai Pagode. Es heißt, es soll die schönste Pagode Myanmars sein. Da sind 580.000 Buddha-Figuren. In jeder erdenklichen Position. Schon Wahnsinn. Überall. Also man sieht das, glaube ich, schlecht. Das sind alles Buddhas. Hier. Dank Gott, den sieht man natürlich nicht. Aber warum? Alles Buddhas. Wahnsinn, das sind jetzt die 1000 Buddhas, obwohl das glaube ich mehr sind wie 1000. Und überall Buddha, Bam, Buddha, Bam, Buddha, Bam, Buddha, Bam. Und dann wieder ein Buddha und dann wieder ein Bam. Wahnsinn, das schaut echt genial aus. Da haben wir, oder? Thank you.
So, und der Buddha ist jetzt 116 oder 130, 113 habe ich auch schon mal gelesen, Meter hoch und ist der zweitgrößte der Welt. Der größte steht irgendwo in China und das ist der zweitgrößte. Wieder alles so drüber. Schade. Auf dem ganzen Gebiet da, diese paar Quadratkilometer, sind 9000 Buddha-Statuen und unendlich viele Pagoden. Und drum zählt die Ecken da als heiligstes Gebiet Asiens. Also das ist sozusagen der Vatikan von Asien. Schon brutal. Schaut aber echt schön aus. Ja. Minglava. Oh, okay. Jetzt da hin, wo ich gestern beim Essen war. Es war hervorragend und außerdem, ganz ehrlich, ich möchte nicht Leute sagen, dass es mir geschmeckt hat. Und das kann man ja eigentlich nur sagen, wenn man ein zweites Mal hier geht. Es ist der Wahnsinn, wie freundlich die ganzen Leute sind. Tschüss, Obi Mari. Tschüss, Obi Mari. Also das Essen schaut wieder hervorragend aus. Die bringen jetzt ganz nach dem anderen das Herd noch nicht auf. Ich habe schon mein Zipferl gegessen. Das sind irgendwelche Linsen. Mein Seegras. Im Augenblick darf das nicht sein, ich mache das. Mein Händel. Und mein Reis. Also lass mich schmecken.